Ein 3D-Stift für 20 Euro, ist es der heiße Stift oder nur ein heißer Stift? Wir müssen das mal angucken. Also vom Bild her sieht es gar nicht so übel aus. Man könnte meinen, ach guck mal da, so einen ganzen Schmetterling. Heide nein, da kann aber was. Aber vielleicht auch nicht. Gucken wir mal rein. Ja. So ein ultra dünnes Klebeteil. Legen wir mal hier hin. Das heißt, Vorsicht, und sie schreiben hier, dass es für Kinder ab 14 Jahren geeignet ist. Ich werde aber auch nochmal drauf zu sprechen kommen, dann, wenn ich ein Fazit habe. Unboxing Knife fast vergessen. Also, dann machen wir hier mal auf. Okay, okay, okay. Wow, ich habe rosa und blau bekommen. Ach, wie schön. Hier ist eine Halterung. Mhm. Achtung, das wird warm. Klar, das muss draufstehen, ne? Also vor allem wegen den Amis halt. Das Ding lege ich auch hier zum Dreck. Ja, und hier ist die Ladegeschichte. Und die, da ist die Gebrauchsanweisung. Hier macht man das Kabel rein. Hier ist der Powerknopf. Hier drüben printet man dann. Hier, also hier. Und da kann man den Speed der Printung einstellen. Und ich nehme an, dass man hier vorne das ganze Teil rausmachen kann, weil hier sind zwei Druckknöpfe. Ich gehe stark davon aus, dass man den Kopf wahrscheinlich irgendwie austauschen kann. Die Anleitung habe ich mir jetzt durchgelesen, um zu wissen, wie man halt startet und wie das Ding funktioniert. Werde ich euch jetzt einfach zeigen. Wow. Ich weiß, erstmal ins falsche Loch gesteckt. Nee, das fühlt sich sehr merkwürdig. Oh Gott, fühlt sich das komisch an, wenn man das da reinmacht. Boah. Als wenn ich es kaputt machen würde. Ich hoffe, dass das jetzt gleich lädt. Wir gucken mal. Achtung. Achso, halt. Schön in die Sicherheitsding. Oh, er lädt. Okay. Wir haben eine Ladung, Leute. Also angeblich ist er jetzt schon fertig. Es waren 2 Minuten, wenn überhaupt. Ich weiß nicht, ob er sich gerade selbst verdaut, aber hier kommt schon was raus. Ich lege das einfach mal hier ab. Ich glaube, das hier wird generell meine Malplattform. Also die Rückseite. Ach so, macht natürlich irgendwie Sinn, dass der durchgehend unter Strom stehen muss. Wahrscheinlich ist es bei den meisten so. Ich dachte kurz, das wäre vielleicht ein Ladegerät. Zeig euch mal kurz das Geräusch, das er macht, wenn er läuft. Jetzt ballert er. Also das, man merkt hier oben, das vibriert irgendwie. Also da wird wahrscheinlich gerade halt, wenn welches da wäre, Filament rausgepresst. Man kann einmal draufdrücken und dann läuft der durchgehend. Und man kann hier bestimmen, wie schnell. Hier. Und wenn ich draufdrücke, ist er wieder aus. Da vorne ist er immer noch am Spucken. Ich kann aber auch gedrückt halten. Und dann loslassen. Und dann ist er direkt wieder aus. Scheint schon mal zu funktionieren. Also halt, Leute. Immer schön so drin lassen, gell? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich nehme jetzt die Seite, die perfekt ist. Und wurschtel die da jetzt rein. Ich lasse es jetzt erstmal ein Stückchen reinziehen, damit ich es nicht festhalten muss. Ja, jetzt zieht es rein. Er ist richtig gierig. Ihr seht es zwar nicht, aber er zieht es gerade fett ein. Und hört es auch. Also es scheint alles zu funktionieren, so fürs Erste. Oh, vorne kommt jetzt gerade ein bisschen weiß raus. Warte mal, ich gehe mal hier ein bisschen näher ran. Oh, da passiert was, Leute. Da ist es. Ich mal gerade in 3D. Warte mal, ich baue jetzt was. Ich baue halt so halb schief, dass ihr das gescheit sehen könnt. Guck mal. Okay, warte. Ich mache hier mal dran. Stopp. Hey, loslassen. Ich hätte nie gedacht, dass man da tatsächlich einfach, also wirklich so einfach, irgendein 3D-Konstrukt machen kann. Ich dachte, es würde viel flüssiger rauskommen und ich brauche viel mehr Stützen, die ich selbst bauen muss. Aber guck euch das mal an, ich konnte einfach nach oben bauen. Ich hoffe, dass man das gut erkennen kann. Meine Kamera ist uralt. Weiß nicht, wie die das mit dem Fokus regelt. Hey, aber das ist echt cool. Der Stift spuckt die ganze Zeit ein bisschen, aber das halte ich jetzt für nicht allzu schlimm. Ich denke, es geht ja wahrscheinlich nicht anders. Er ist halt durchgehend heiß. Das Filament wird aber nicht reingezogen. Es ist hier drin und spuckt halt vorne ein bisschen rum. Also das hier finde ich, ich bin wirklich erstaunt. Wahrscheinlich sagen viele, was hast du anderes erwartet? Wenn der Stift das macht, was er soll, dann kommt genau das dabei raus. Ich dachte, das wäre viel flüssiger und wäre viel schwerer zu modellieren, aber ich meine, guck ich das mal an. Das ist sowas wie der Eiffelturm. Jetzt versuche ich mal was Ambitioniertes zu machen, okay? Ich mache erstmal einen Kreis, einfach auf dem Boden. So, da kommt er schon. Okay, soweit, so gut. Mein Kreis entsteht. Achso, jetzt klebt er wahrscheinlich voll an der Ding fest, ne? An dem Plastik. Das überprüfen wir erstmal, warte. So. Übrigens sind die Gerüche... Ah, ja, okay, er ist schon ab. Also ihr braucht da sicherlich eine passende Unterlage. Ich mache es jetzt auch auf Plastik und es geht erstaunlich gut. Wie man hier... Hoppala, shit, schon ist es weg. Komm raus. Die Geruchskulisse übrigens ist auch sehr, sehr in Ordnung. Also ich dachte, das Ding stinkt wie die Wutz, aber es geht voll klar. Ich ziehe mal jetzt vorne den Kram raus, dass ich hier genau wieder weitermachen kann. Passt auf. Ich versuche jetzt einfach, einen Zylinder zu machen. Also ein... Okay. Guck mal, ich lasse ihn jetzt so stehen. Stopp. Boah, mal gucken, ob das geht. Das wird eigentlich... Ja, okay, das geht ab. Hier kommt der Profi in mir. Ich mache noch eine Lage drauf. Jetzt mache ich das so hoch. Okay.
Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich lasse es aber so. Ich ziehe es ab. Hey, das sieht gut aus. Also, es ist sicherlich gut, wenn man eine kleine Schere hat, um die winzigen Stückchen abzumachen. Flupp. Und jetzt mache ich weiter. Ich will jetzt so ein bisschen rabiater vorankommen. So. Wow, wie rabiat ich vorankomme. Okay, ich ziehe es langsam ab. Und es zieht sich. Guck dich jetzt aber mal an, wie gerade das hier ist. Guck mal, es ist auch spitz und stabil. Guck mal. Also ich bin wirklich amused, auf jeden Fall. Da würde ich fast behaupten, dass... Ah, okay, die habe ich ein bisschen versaut. Egal, die hat halt einen dicken Klumpen. Das habe ich mir so schon im Vorfeld gedacht, weil das so ist. Man braucht natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl. Das versteht sich von selbst. Okay, da kam jetzt gar kein so dicker Klumpen mit. Und jetzt passt auf. Jetzt wird's rabiat. Ich gehe auf diesen. Jetzt gehe ich auf diesen. Jetzt gehe ich auf diesen. Und ich gehe wieder darüber. Und ich bin der beste plastikverarbeitende Mann von einem Wald oder so. Guck dich jetzt mal an. Das könnte ich jetzt verkaufen. Es sieht übrigens aus, als wenn es nicht dran wäre, aber guck mal. Es ist wirklich genau an der Spitze dran, oben. Und es hat selbst auch nochmal eine Spitze, die ich noch abschneiden muss. Übrigens kann man hier vorne tatsächlich hinlangen. Also ich meine, ich rate jetzt keiner. Wenn ihr euch verbrennt, seid ihr selber schuld, ne? Aber man merkt, dass das ja vorne sehr heiß ist. Aber ich habe mich jetzt nicht verbrannt. Man sollte es nur sicherlich nicht auf der Haut liegen lassen. Dann ist die Verbrennung nämlich bestimmt am Start. Ja, und jetzt versuche ich hier einfach mal, da ringsrum ein bisschen noch was hinzumachen. Und dann wechsle ich die Farbe. Was mich sehr interessiert, wie gut es hier halt geht. Hoppala, ich habe, glaube ich, eben auf schneller gedrückt. Also wer das nötige Fingerspitzengefühl hat und vor allem die nötige Fantasie, ich bin jetzt halt nicht so der fantasievolle Kerl, der kann da richtig schöne Sachen mitmachen. Guck dir das mal an. Also den Stift werde ich euch auf jeden Fall verlinken. Den halte ich für eine coole Sache. Das wird ein Amazon Reflink sein. Das heißt, wenn ihr den da kaufen solltet, erhalte ich dann ein paar Prozente. Ihr zahlt aber nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also ich habe da kein Deal mit Amazon, dass man irgendwie Gutscheine von mir hat. Aber ja, nur dass ihr Bescheid wisst, ne? Ihr könnt den Stift natürlich auch selbst suchen. Krass, wie stabil das ist. Ich ziehe gerade ziemlich feste dran, ne? Weil da die Fäden abstehen und ich halte es hier im Gesamten fest. Hier oben habe ich sehr dünn gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt erkennen könnt. Das kann man natürlich, das kann man natürlich nochmal ausbessern. Bumm. Verstärkt. Perfekt verstärkt, Leute. Ich stelle es mal dahin und jetzt mache ich den absolut Hardcore-Test. Ich lege mal das Knife drauf. Das wird natürlich komplett umfallen, aber ich will gucken, ob es kaputt geht. Okay, es ist runtergefallen. Ja, es ist hier oben gebrochen, wo es nur auf winzigen kleinen Stümpfchen stand. Und das verbessern wir jetzt mit dem blauen Zeug. Um das Rosane rauszubekommen, soll man nur den Ausknopf drücken. So, ich hab's gemacht. Ich sehe, dass es rauskommt. Seht ihr es auch? Ja, man erkennt's, wie sich's rausdrückt. Und dabei leuchtet das Teil rot und blau. So, ich ziehe es raus. Und das war's. Am Ende sieht es dann so aus. Und es wurde geschrieben, dass man es abschneiden soll. So. Aber genug mit rosa. Wir wollen jetzt blau haben. Machen wir eben das blaue auf. Die Beleuchtung ist hier leider noch überhaupt nicht für solche Videos ausgelegt, sondern eher für Greenscreen, Aufnahme, pipapo. Ich werde mir noch eine Lampe besorgen, das ist mein zweiter Schreibtisch, auf dem ich genau solche Sachen machen möchte, auch Technik, Videos und so weiter. Und ja, kommt alles. Bei mir dauert zwar manches dann doch ein Jahr oder zwei länger. Übrigens schön den Plastikmüll, gell? Also, jetzt mache ich das Blaue rein. Na, so. Und drücke auf den Malknopf. Achso, ich halte gedrückt natürlich, ne? Und jetzt wird die Schuppe. Ne, ich muss nicht gedrückt halten eigentlich. Einmal drauf tippen. Genau. Jetzt wird's eingezogen. Kann man das sehen? Nicht wirklich. Aber man kann es halt wieder hören. Und jetzt ist es auch gleich fertig. Oh, da kommt schon das Lila raus, der Rest. Oder das Rosane vielmehr. Es ist jetzt übrigens doch nicht allzu schlimm, das da hinten einfach baumeln zu lassen. Es stört nicht. Also, vielleicht stört es ein Kind beim Malen. Das kann natürlich sein. Oder beim Konstruieren vielmehr. Aber mich stört es nicht. Und da mir jetzt auch die Farbendurchmischung wurscht ist, male ich hier mit dem Teil rosa, das noch rauskommt, drauf und guck dann, dass es halt dann gleich blau wird. So, mal gucken, wie lange es dauert, bis blau kommt. Ich verstärke einfach den Rahmen weiter. Da kommt blau. Pass mal auf. Gut, das habe ich jetzt nicht sonderlich schön gemacht.
aber halt einzigartig. Es ist halt natürlich so wie alles, was Kinder so machen können, ein bisschen schmutzig hier mit den Fäden. Aber ich sammle die schon die ganze Zeit hier für euch, damit ihr auch sehen könnt, wie viel Dreck das am Ende ist. Es ist jetzt nicht übermäßig krass. Gut, also, und jetzt werde ich das Ganze, wenn ich es da mal rauskriegen will, so. Jetzt werde ich das Ganze, du noch ab, bitte, danke, hier unten verstärken, und zwar durch Füße. Ich mache hier einen Fuß hin. Einfach so ein Fuß, der nach außen so ein bisschen geht. So, komm, ab mit dir. Hier drüben noch einen hin. Das wird so ein richtig dicker Watschelfuß, der hier. Und hier noch einen hin. So. Okay. Jetzt mache ich noch einen Ring außenrum. Von Fuß zu Fuß. Ah, der ist nicht schön geworden hier. Moment, Moment, Moment. Nicht so schnell. Wenn man zu schnell macht, dann zieht man die dünnen Fäden. Tada! Ich bin wirklich zufrieden. Ich kann mich gar nicht beschweren. Aber man muss ja auch erwähnen, im Vergleich jetzt zum Beispiel zur Maus, die ich letztens vorgestellt habe, kenne ich kein High-End-Produkt. Ich kenne jetzt nur das. Ich weiß nicht, wie es mit so einem Teil ist, das halt 200 Euro kostet. Ob das irgendwie komplett anders ist. Hoppala. Ich versuche jetzt mal noch die Geschwindigkeitsänderung. Mit der habe ich jetzt noch gar nicht gearbeitet. Ne? Das hier ist die Geschwindigkeit, die voreingestellt ist. Ich mache jetzt schneller. Das hier ist ultra schnell. Oh ja, man merkt, da kommt mehr raus und es qualmt ein bisschen. Jetzt gehe ich mal auf. Also, ich gucke, ob es noch schneller geht. Nee, das ist Maximum hier. Es ist aber. Ja, es ist auf jeden Fall zu schnell, um irgendwas zu machen, würde ich sagen. Ich mache mal auf ganz langsam. Das hier ist die langsamste Einstellung. Und ich würde sagen, mit der lässt sich dann doch viel leichter etwas modellieren. Man darf halt nur nicht so ziehen, ne? Weil sonst hat man winzige Fäden. Das ist übrigens gerade ein sehr schöner Standfuß für einen Whirl, den ich jetzt bastle. Das wird ein sogenannter Whirly-Dirly. Da das Zeug nur ganz langsam rausfließt, kann ich vielleicht in die Luft eine Feder malen. Wow, okay, das ist sehr, sehr cool. Ich sitze hier gerade echt wie ein Kind und freue mich. Von der Cam aus kann man das nicht gut sehen, aber ich bin schon echt ein Stück hoch. Man kann wirklich einfach in die Luft malen, sofern man einen Standfuß hat. Schau dich das mal an. Ah, okay, jetzt mache ich einfach einen Zug nach oben. Schön gerade. Jetzt mache ich aus. Der ist ein bisschen blöd von der Belastung her, wenn alles drinsteckt. Ne? Dann fällt er echt leicht um. Aber es ist auch nicht schlimm, ihr dürft ihn halt nur nicht vorne aufheben. Guckt euch mal das an. Pass mal auf, wir machen jetzt den Hardcore-Belastungstest. Ich habe jetzt noch in weiser Voraussicht grau, ja, und halt rosa dazu gekauft. Ich habe nicht gewusst, dass da rosa schon drin ist. Aber grau habe ich noch. Es gibt auch noch grün und rot. Und ich glaube noch gelb. Und zur Abschaltprozedur. Damit es hier nicht immer weiter rausspuckt. Wobei das auch nachlässt. Aber ein bisschen kommt natürlich immer, wenn ihr den durchgehend anlasst. Ne? Klar, das heizt sich ja durchgehend auf. Also blau heißt, ich bin betriebsbereit. Ich drücke jetzt ein paar Sekunden auf On-Off. So. Und jetzt wird wieder die Plastikgeschichte ausgefahren. Und dann ist er fertig. Ich ziehe ihn jetzt raus. Zack. Das war's. Also ich bin tatsächlich begeistert. So als lustiges Gimmick. Sicherlich auch für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene eine schöne Sache. Der Gesamthaufen an Müll. Ich guck mal kurz, was ich hier produziert habe. Meine kleinen Gemälde geht mal zur Seite. Also das hier ist der ganze Haufen. Na, man sieht es vielleicht auch nicht. Hier sind sehr viele haarfeine Reste. Hier würde ich in Sachen Funktion zumindest auf jeden Fall einen Kaufvorschlag aussprechen. Nur weiß ich nicht, wie die Dinge hergestellt werden, unter welchen Bedingungen, wie die Menschen, die sowas herstellen, behandelt und bezahlt werden. Das hier kommt aus China. Über diese Dinge weiß ich nichts. Und auch, wie die umwelttechnisch natürlich ihre Firma führen, weiß ich auch nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Vorschläge habt, wie ich solche Sachen besser machen kann in Sachen Belichtung, Ton, Video, Kamera, pipapo, schreibt mir natürlich gerne, was euch stört oder was ihr gerne besser sehen wollen würdet. Bye, bye!